Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Wir investieren in Europa und heute wird es die letzte Aktien sein, die wir kaufen, weil wir die ganzen 100.000 Franken, die wir sparen wollten, mit Aktien bereits investiert haben werden. Es ist die letzte Aktie von 20 Aktien. Wir haben immer ungefähr rund 5.000 Franken investiert, damit wir diversifiziert sind. Es gibt uns mehr Sicherheit gegenüber einer Fokusstrategie, die es vielleicht auch darauf abzielt, den Markt zu schlagen. Wir glauben nicht daran, wir glauben aber daran, dass die Märkte gute Rendite erzielen, gerade für Menschen, die langfristig denken. Wir sind jetzt bei den Obermatt Top 10 Aktien, ich muss das hier noch einblenden, man sieht das hier. Zurzeit ist Belgien dran und Belgien ist ein spezieller Fall, denn Belgien hat eine ganz attraktive Bewertung. Ich möchte Ihnen das zeigen, wenn wir auf der Homepage auf Märkte gehen, Indexanalyse, dann sehen wir Auswertungen zu jedem Markt. Das Aktienindex Research Profil. Wir können hier sehen, welche Märkte haben einen guten Value, welche Märkte wachsen, welche Märkte sind sicher finanziert und auch die kombinierte Strategie ist abgebildet. Wenn ich hier nach Value sortiere, dann sehe ich, dass Belgien ganz, ganz weit oben steht. Das heißt, Belgien ist sehr guter Value. Man kriegt viel Geld für viel Aktien fürs Geld. Man kriegt nur noch gerade in Asien etwas mehr, Taiwan, Australien, Japan, Südkorea und dann wieder in Frankreich ist auch gut bewertet. Und man sieht hier auch etwas ganz speziell Interessantes, nämlich Russland. Russland ist auch gut bewertet. Das ist aber auch ganz einfach nachvollziehbar, denn Russland bietet ganz spezielle Risiken, die andere Märkte nicht haben und deshalb sind die Aktien dort billiger. Ich will nicht in Russland investieren, das ist mir ganz zu riskant, ich will in Europa investieren und da fühle ich mich bei Belgien sehr wohl. Ich wollte das diesmal überprüfen und Ihnen zeigen, dass es gar nicht so einfach ist, solche Märkte zu finden. Ich habe gegoogelt, why is Belgium stock market cheap? Ich mache das in Englisch, damit ich mehr Daten finde dazu. Und ich finde bereits ganz weit oben the world's cheapest stock markets. Ich klicke darauf und erwarte Belgien. Und siehe da, ich finde Belgien, aber unter einem ganz anderen Kontext. The only other stock markets overvalued on the basis of these three valuation metrics are Thailand, Sri Lanka, Indonesia and Belgium. Also Belgien ist nach der Meinung von MarketWatch, einem sehr respektablen Unternehmen, überbewertet. Wie kann das sein, frage ich mich. Wie ist es möglich, dass die überbewertet sind, während wir herausgefunden haben, dass Belgien unterbewertet ist? Nun, die Antwort habe ich gefunden bei den Aktien in Belgien. Gehen wir nochmals zu unserer Homepage. Unsere Homepage hier. Man findet hier unter Aktien den Aktienfilter. Das kann ich anklicken und habe dann eine Möglichkeit, Aktien, alle Resultate der Aktien einzuschränken. Ich möchte nämlich nur die großen Aktien finden, denn nur die großen Aktien haben einen großen Einfluss auf den Markt. Die kleinen Aktien haben viel weniger Einfluss. Ich brauche nicht die ganze Welt, ich brauche nur Westeuropa und zwar Belgien. So, voilà. Wir sind hier, es gibt in Belgien drei dominante Unternehmen, also die sehr groß sind im Vergleich zu den anderen Unternehmen in Belgien. Das ist ein Versicherungsunternehmen, eine Brauerei und ein Einzelhandel Lebensmittel. Jetzt, wenn ich das schon anschaue, denke ich, dass eben gerade Brauereien und Einzelhandel Lebensmittel eher Unternehmen sind mit hohen Bewertungsmultiples und ich überprüfe das. Ich habe gesucht, Price-Earning-Ratios by Industry und finde relativ weit oben die New York Stern University, NYU, und dort hat es tatsächlich eine ganz spannende Analyse, nämlich, ich habe das hier heruntergeladen, die Analyse der P-Ratios by Sector in den Amerika. Und was wir hier sehen, ist das Trailing PE, sehen wir hier, ist nicht sortiert, deshalb habe ich das Ganze auf Excel geladen und sortiert. Hier haben wir jetzt die teuersten Branchen ganz oben, also dort, wo eben die P-Ratios hoch sind. Und wenn ich jetzt daran denke, wo waren wir im Bereich Distribution, also das Unternehmen, das Retailhandel beträgt, hat viel Real Estate. Wenn ich jetzt Real Estate klicke, es ist bereits auf Platz 2, also eines der höchsten P-Ratios.
als Branche, insbesondere auch Operations and Services. Also wenn jemand Unternehmen betreibt, dann sind die P-Ratios hoch, weil es eben sehr sicher ist. Ähnliches gilt übrigens auch für das Begriff Retail. Retail ist ein bisschen weiter unten, Building Supply ginge noch weiter, Distributors oder Food haben wir hier unten. Auch hier noch, wir sprechen von über 100 Branchen, auch hier noch ist es in der oberen Hälfte. Und das bedeutet eigentlich, dass diese Analyse von MarketWatch nur eins gemessen hat, in Belgien gibt es Unternehmen, die in Sektoren sind mit hohen Key-Ratios. Sie haben also nicht nachgewiesen, dass diese Unternehmen günstig sind, denn dafür müsste man so machen wie bei Obermann. Man müsste bei jedem Unternehmen anschauen, ist dieses Valuation Rate schon relativ hoch oder tief im Vergleich zur Branche, zum Markt. Das haben wir gemacht und deshalb ist unsere Analyse viel genauer. Und wenn Sie diese Analyse verwenden möchten, um zum Beispiel Indexfonds zu machen, dann können Sie das auf unserer Webseite, finden Sie immer die neuesten Zahlen. Gehen wir also zu Belgien. Schauen wir uns die kombinierte Anlagestrategie an der Top 10 Unternehmen. Was ich hier sehe, ist Delhaize. Ich habe das angeschaut, gefunden, dass sie eigentlich am Verkaufen sind. Die interessanten Märkte werden verkauft, die europäischen Märkte vor allem, und gekauft wird Amerika. Das interessiert mich weniger, denn ich werde irgendwann wieder in Amerika einsteigen, wenn es günstiger ist, aber sicher nicht jetzt. Und dann möchte ich dann amerikanische Detailhandel, Lebensmitteleinzelhändler kaufen. Versicherungen, auch kein Thema für mich jetzt, REIT sowieso nicht, das sind die Real Estate Investment Trust, da kaufe ich lieber ein Unternehmen, das auch etwas produziert. Wir haben hier Multisektorunternehmen, integrierte Telekommunikation habe ich schon in Spanien gekauft, finde ich jetzt nicht so spannend in Belgien. Brauereien hätte ich spannend gefunden, aber offenbar InBev hat sich stark verschuldet, denn die Sicherheit ist wirklich nur noch ganz minimal vorhanden. Vertriebsunternehmen konnte ich mir nicht richtig etwas darunter vorstellen. Ich habe mir das dann angeschaut und Folgendes gesehen. Der CEO erzählt vom Jahr 2014 und das jetzt im Frühling 2016. Da muss ich mir sagen, vielleicht etwas veraltet. Habe ich auch nicht spannend gefunden. Umicore habe ich schon gekauft, finde ich ein super Thema. Die Post interessiert mich nicht. Schließlich bin ich dann bei Packard gelandet, ein ganz spannendes Unternehmen. Ich zeige Ihnen, was ich dort gefunden habe. Einerseits wird es noch dominiert von Aktionären, die aber langsam auch ihre Aktien abgeben. Andererseits, noch spannender, habe ich hier gefunden, sie sind relativ breit diversifiziert. Sie sind abhängig vom Automobilsektor, sie sind abhängig vom Construction-Sektor. Beides etwas, das ich glaube, ist zukunftsträchtig, denn wir müssen eine immer wachsende Weltbevölkerung, die auch immer reicher wird übrigens, müssen wir sowohl mit Unterkunft als auch mit Transportmöglichkeiten versorgen. Und dabei ist Packard in einem ganz interessanten Geschäft. Sie machen nämlich Teile, Stahlteile, more about Packard, ich habe das hier gefunden, sie machen Stahlteile, die in zum Beispiel in Reifen integriert werden, um diese stärker zu machen, oder auch in Concrete, in Beton, um Häuser zu bauen. Sie haben ein ganz breites Produktportfolio, das hat mir sehr gut gefallen und ich habe dann beschlossen, es zu kaufen, habe genau ausgerechnet, wie viel Geld habe ich noch und jetzt gehen wir mal schauen im Orderbook, gehen wir mal schauen, wo wir da stehen, ist es schon gekauft? Nein, es ist immer noch, es ist gecancelt, das heißt, ich glaube, es hat nicht ganz gereicht für kaufen wir das nochmals für die ganzen Units, kaufen wir 105, vielleicht habe ich dort etwas falsch gerechnet, kaufen wir 105, das sollte auf jeden Fall langen, machen wir doch einfach 100, das ist einfach, nein, 105, denn ich möchte ja investieren. Ich bestätige das nochmals, ich gehe zum Orderbook, schaue mir das an. Okay, es ist jetzt drin, at market 105 Units, das sollte genügen, gehe zurück zum Dashboard, irgendwann mal wird es hier dann auftauchen, ah ja, ganz spannend, Orders rejected, ist auch hier aufgezeigt, ich werde es nachher anschauen. Ich habe jetzt vermutlich den letzten Frankenbetrag aufgeteilt, damit kommen wir zum Ende der ersten Saison, wir haben 20 Aktien gekauft zu rund 5000 Franken pro Aktie und liegen jetzt bei etwa 96.000 Franken.
Portfoliowert. Das wird sich über die nächste Zeit verändern. Ich schaue das irgendwann wieder mal an. Ich lasse es erstens mal ruhen und wir starten mit einer neuen Saison nächste Woche, wo es wieder darum geht, in 20 Aktien mit 100.000 Franken zu investieren. Ich hoffe, Sie sind dann wieder bei uns und sind vielleicht auch inzwischen motiviert worden, selber Aktien zu kaufen. Das würde mich sehr freuen. Bis dann.